Wenn du dieses Video siehst, hast du dich entweder schon für ein Auslandssemester auf Bali entschieden oder Bali ist in der engeren Auswahl. Finn und ich haben beide unser Auslandssemester im Studium auf Bali gemacht und wir hätten uns ein Video wie dieses zur Vorbereitung damals gewünscht. Im folgenden Video teilen wir all unsere Learnings und Erfahrungen aus unserem Auslandssemester mit dir und geben dir ein rundum sorglos Paket mit allen Informationen, wie du dich perfekt auf dein Auslandssemester auf Bali vorbereiten kannst. Finn und ich haben uns während des Auslandssemesters so in die Insel verliebt, dass in 2020 wir alles in Deutschland verkauft haben und Bali zu unserer Heimatbase gemacht haben. Seitdem reisen wir als digitale Nomaden durch Indonesien, Südostasien und den Rest der Welt. Finn und ich haben unser Auslandssemester 2017 hier auf Bali gemacht, aber wir haben auch immer wieder mit aktuellen Studenten zu tun. Und dieses Video ist einfach für alle zukünftigen oder aktuellen Studenten hier auf Bali, um euch einen rundum Überblick zu geben und alle Informationen, damit ihr euch perfekt vorbereiten könnt auf euer Auslandssemester. Wir versuchen auch, alle Informationen so zeitlos wie möglich zu halten und euch einfach damit so eine Art Überblick zu geben, dass ihr perfekt prepared seid. Vielleicht fragt ihr euch im allerersten Schritt, warum überhaupt nach Bali? Und für mich damals war die Entscheidung sehr leicht, weil Bali bietet die perfekte Kombination aus mega gutem Wetter, günstigem Leben und einfach ein Studium am Strand. Und das war für mich damals einfach der Hauptgrund, mich für Bali zu entscheiden. Außerdem habe ich auch schon vorher gehört, dass das Studium auf Bali nicht ganz so anstrengend sein soll wie in anderen Ländern. Und das kann ich definitiv bestätigen. Also mein Studium in Deutschland war ein bisschen anspruchsvoller, trotzdem habe ich einiges hier gelernt auf Bali. Und es gibt hier eine richtig coole Partyszene, was für mich damals als Student natürlich auch ein kleiner Punkt war, weswegen ich mich für Bali entschieden habe. Außerdem bietet Bali euch den perfekten Einstieg nach Asien. Also auch wenn ihr Asien-Anfänger seid, können wir Bali sehr empfehlen. Und ihr könnt von hier aus einfach so viel entdecken. Ihr könnt Tagesausflüge machen, ihr könnt Wochenendausflüge machen, ihr könnt in die umliegenden Länder reisen, gerade vorher oder nach eurem Studium. Es bietet sich also sehr gut an. Und wir können es auch empfehlen, falls ihr euch fragt, kann man auch alleine nach Bali kommen? Ja, ihr könnt auch alleine nach Bali kommen. Da eignet sich das Auslandssemester auf Bali wirklich sehr gut. Es kommen viele alleine hierher und das Connecten hier funktioniert wirklich sehr einfach. Kommen wir nun zu den verschiedenen Anbietern bzw. Agenturen, die dieses Auslandssemester auf Bali anbieten. Da gibt es verschiedene, die haben verschiedene Schwerpunkte und auch verschiedene Standorte. Das ist ganz wichtig. Finn war damals mit Studies Network unterwegs. Das ist ein ausschließlich deutsches Programm. Ich war mit Go Bali unterwegs. Da war es sehr viel, ja, europäisches Ausland, würde ich sagen. Also wir hatten Leute aus Holland, aus Spanien, aus Italien dabei. Es war sehr cool für mich persönlich, weil ich unbedingt wollte, dass ich mich auch ein bisschen mehr mit internationalen Leuten connecte. Aber dann gibt es auch noch Asia Exchange und es gibt noch ganz viele andere Programme, die so an den Standorten vertreten sind und die auch unterschiedliche Schwerpunkte im Bereich Studiengang haben. Aber die meisten Leute, die hierher kommen, haben den Schwerpunkt Business bzw. Wirtschaft. Also ich habe Tourismusmanagement studiert und meine meisten Kurse waren im Bereich Business. Aber bei Go Bali gibt es auch ein paar Tourismus-Schwerpunkte. Bei Finn war es wirklich ausschließlich Business-Schwerpunkte und er hat damals Wirtschaftsinformatik studiert. Neben Tourismus und neben Business kann man hier aber auch Architektur studieren. Da wissen wir, dass es in Denpasar, also in der Hauptstadt, auch einen Standort gibt. Heißt, es ist wahrscheinlich für jeden was dabei. Eine weitere Sache, die euch wahrscheinlich brennend interessiert, ist, wie ist die Uni überhaupt? Die Uni war bei mir im Studiengang in zwei Blöcke aufgeteilt, die jeweils, glaube ich, 8 oder 10 Wochen lang gingen. Und dann gab es einmal nach dem ersten Block die Midterms, das waren kleine Prüfungen und ein paar Referate mussten wir da, glaube ich, halten. Dann hatten wir 2 Wochen lang Semesterbreak, das war ziemlich cool, da konnten wir innerhalb von Indonesiens sehr, sehr viel reisen. Und dann kam der zweite Block an Uni und dann am Ende kamen die Endterms. Die Uni an sich war immer bei uns 3 bis 4 Tage die Woche, wobei wir einen Tag die Woche immer so eine Exkursion hatten, wo wir dann auf Bali verschiedene touristische Ziele besucht haben mit der gesamten Uni. Außerdem gab es bei uns an der Uni einen Dresscode, heißt wir mussten lange Hosen, geschlossene Schuhe und unsere Schultern bedecken. Aber macht euch keine Sorgen, in den Klassenräumen gibt es auf jeden Fall Aircons, heißt da müsst ihr nicht schwitzen. Die Unterrichtseinheiten waren natürlich alle auf Englisch mit lokalen Professoren und da war das Level so ein bisschen gemischt. Einige Professoren waren echt ziemlich cool, da haben wir einiges gelernt und bei anderen, aber das kennt ihr wahrscheinlich auch bei euch aus der Uni, das ist einfach so, war dann die Vorlesung nicht ganz so spannend. Kommen wir nun zum Thema Freizeitgestaltung und da müssen wir ganz klar vorweg sagen, ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, ein Auslandssemester auf Bali zu verbringen. Heißt, wenn du super fokussiert auf Surfen bist, dann kannst du die ganze Zeit surfen. Wenn du dich entspannen willst, kannst du dich die ganze Zeit entspannen.
Aber wenn du eben ein Party-People bist, dann kannst du ja auch ganz schön viel feiern. Heißt, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, wie du individuell dein Auslandssemester planen und gestalten kannst. Generell ist Bali so cool, weil man so viele coole Ausflüge machen kann. Das Land hier in Indonesien ist so divers und man kann wirklich Vulkane besteigen. Da kann man auf den Batur oder auf den Ijen. Man kann auf die Nusa-Inseln, die wirklich direkt neben Bali liegen, oder auf die Gili-Inseln, wo man auch gut mal feiern kann. Man kann aber auch über nach Lombok und dort ganz viel entdecken und. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du hier reisen kannst. Und theoretisch kannst du, glaube ich, jedes Wochenende während deines Auslandssemesters woanders sein. Falls euch das ganze Thema Reisen in Indonesien interessiert, wir haben ganz viele andere Videos über verschiedene Destinationen auf Bali gemacht. Heißt, am Ende dieses Videos schau dir einfach mal bei unseren anderen Videos vorbei. Kommen wir nun zum Thema Essen. Ich glaube, man kann nirgends auf der Welt so gut essen wie hier in Canggu oder Uluwatu. Hier kannst du mittlerweile von einer total tollen lokalen Küche bis hin zum besten Avocado-Toast der Welt alles bekommen und es ist wirklich super cool, dass man mexikanisch, griechisch, italienisch, also alles, was das Herz begehrt, findest du in Canggu oder in Uluwatu. Es gibt wirklich nichts, was es nicht hier gibt und deswegen kann man sich sehr gut durchschleppen. Was gehört zu einem anderen... Zum Studieren auf Bali gehört vor allen Dingen auch eins, nämlich die Partyszene. Und wir müssen wirklich sagen, man kann sehr, sehr, sehr gut hier in Canggu feiern. Man kann, glaube ich, wenn man es möchte, 7 Tage die Woche feiern gehen. Es ist immer irgendwo was los. Und es gibt verschiedene Clubs, wie zum Beispiel La Favela oder Shishis in Seminyak, wo es sich sehr gut feiern lässt. Oder es gibt Beachclubs, wie zum Beispiel die Sandbar. Die hat, glaube ich, jeden Tag eine Party direkt am Strand. Aber es gibt auch einfach coole Bars wie das Old Man's oder Luigi's, die dann meistens so Pre-Partys sind, wo man dann am früheren Abend schon feiern kann. Heißt, hier ist immer was los und für alle, die es ein bisschen wilder mögen, sind hier genau richtig. Darüber hinaus gibt es auch noch die Beachclubs, wie zum Beispiel das Finns oder The Lawn oder Potato Head oder auch in Uluwatu. Und in Uluwatu sind immer richtig große Acts. Also vor kurzem war da Jason Derulo, was auch sehr cool ist. Heißt, wenn ihr mal Bock auf ein cooles Konzert von einem coolen DJ oder so habt, dann müsst ihr auf jeden Fall ins Savaya. Auf Bali kann man außerdem richtig, richtig gut surfen lernen. Vor allen Dingen hier in Canggu bietet es sich wirklich an, für Anfänger bis Fortgeschrittene surfen zu lernen. Es ist relativ günstig, sich direkt am Strand ein Brett auszuleihen und auch dort bekommt ihr eigentlich ohne Probleme einen Lehrer. Und dann könnt ihr euch einfach in die Wellen stürzen und das Auslandssemester mit 4 Monaten bietet sich wirklich perfekt an, um seine Skills da total zu erweitern. Auch in Uluwatu kann man super, super surfen, wobei die meisten Strände da eher für Profis sind. Wenn euch interessiert, was immer so in Canggu oder in Uluwatu abgeht, können wir auf jeden Fall empfehlen, in die Facebook-Gruppen zu gehen. Es gibt die Canggu Community Group, es gibt die Uluwatu Community Group und da werden auch ab und zu Events gepostet. Ansonsten empfehlen wir in Canggu, folgt Canggu Pole, es ist eine richtig coole Instagram-Seite und die posten meistens auch verschiedene Events in Canggu. Kommen wir nun zum Thema Wohnen. Wahrscheinlich denkt ihr euch, nah an der Uni zu wohnen wäre am praktischsten. Ihr könnt einmal entweder in der Uni in Denpasar, da sind ein paar Studiengänge, oder in Jimbaran gehen. Aber wir können direkt vorweg sagen, dass diese beiden Orte sich zum Wohnen nicht unbedingt eignen, weil die einfach nicht so die große Community haben. Heißt, wir empfehlen euch entweder in dem Bereich Seminyak Canggu zu wohnen oder in Uluwatu. Gerade im Großraum Seminyak und Canggu werdet ihr die größte Auswahl an Wohnungen, an Villen, an Gästehäusern finden. Da gibt es dann nämlich auch noch ein paar weitere Distrikte, zum Beispiel Kerobokan oder Umalas. Das sind so ein bisschen die Zwischenbereiche, befinden sich nicht direkt am Strand, aber da findet ihr zum Beispiel die günstigsten Villen innerhalb der Canggu Area. Früher hätte ich immer noch gesagt, geht nicht nach Uluwatu, weil da ist gar nichts los. Aber das hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahren wirklich definitiv geändert. Mittlerweile findet ihr in Uluwatu traumhafte Restaurants und es gibt auch viele Locations für Partys. Also gerade wenn ihr interessiert seid am Surfen, weil Uluwatu ist nämlich wirklich die Surf-Hauptstadt in Canggu. Scheiße. Ich meine natürlich in Bali, dann geht unbedingt nach Uluwatu, weil da könnt ihr wirklich hervorragend surfen. Als ich damals nach Bali gegangen bin, wollte ich unbedingt mit all meinen Freunden in einer großen Villa schlafen. Das war für mich einfach so eine der Grundvoraussetzungen. Deswegen, falls ihr auch in einer Villa hier auf Bali übernachten möchtet, dann geht am besten in die Facebook-Gruppen Canggu Community Housing oder Uluwatu Housing, können wir da sehr empfehlen. Da könnt ihr ein riesengroßes Angebot an Unterkünften und Villen finden und da ist es auch sehr einfach, eine Villa zu buchen. Generell ist es hier üblich, auf Bali den gesamten Zeitraum im Voraus zu buchen. Also wenn euch der Agent fragt, quasi den gesamten Zeitraum, also die 4 Monate im Voraus zu bezahlen, ist das hier etwas nicht Ungewöhnliches
Und wir müssen sagen, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr sogar noch die Sicherheit, dass ihr dann auch nicht aus der Villa rausgeschmissen wird. Es kann nämlich hier auch mal passieren, dass wenn ihr einen Vertrag über die Monate habt mit monatlicher Bezahlung, dass der Vermieter dann nach 2 Monaten sagt, nee, ich möchte jetzt doch an jemand anderes vermieten und ihr dann auf einmal ohne Villa dasteht. Für alle Leute, die vielleicht nicht in der großen Gruppe kommen oder die etwas günstiger leben wollen, da empfehlen wir die Gästhäuser. Zum Beispiel Laura und ich wohnen aktuell auch in einem Gästhaus und wir lieben das einfach. Es gibt so, so viele Gästhäuser. Ihr könnt euch auch einfach für die ersten Tage vielleicht ein Hotel buchen, wenn ihr auf Bali ankommt und dann einfach vor Ort schauen, direkt zu den Gästhäusern hinfahren, da werdet ihr immer was finden und dann hier vor Ort eure Unterkunft buchen. Kommen wir jetzt zum Thema Fortbewegung hier auf Bali und wir können wirklich jedem empfehlen, sich zu trauen und auf den Roller zu hüpfen, weil ihr seid damit einfach super, super unabhängig und auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen gruselig ist, hier in dem Chaos von Canggu etc. zu fahren, wir haben in der Videobeschreibung euch eine Nummer hinterlegt von einem Fahrlehrer, der macht das super cool und der hat wirklich jeden schon auf den Roller gebracht und ihm Fahren beigebracht. Heißt, traut euch, wenn ihr nach Bali kommt, schwingt euch auf den Roller und probiert's, weil es wird euch das ultimative Freiheitsgefühl geben. Darüber hinaus, wenn ihr nicht selber fahren wollt, können wir auf jeden Fall die Apps Grab und Gojek empfehlen. Diese 2 Apps sind absolut essentiell, auch fürs Essen bestellen und auch eigentlich für alles andere, aber vor allen Dingen auch für Transport, weil die relativ günstig euch von A nach B bringen können. Und da gibt es sozusagen Rollertaxis und auch Autotaxis. Und heißt, wenn ihr allein unterwegs seid, empfehlen wir immer ein Rollertaxi zu nehmen, weil ihr viel schneller seid als mit dem Auto. Wenn ihr mit dem Auto eine Tour machen wollt, verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung die Nummer von Johann. Johann ist ein super cooler Tourguide, der euch die schönsten Ecken Balis zeigt und mit ihm hatten wir wirklich die besten Touren hier auf Bali. Kommen wir nun zum Thema Geld. Hier auf Bali könnt ihr relativ günstig leben, ihr könnt aber auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Ich weiß noch damals bei meinem Auslandssemester, in der Hälfte ungefähr habe ich meinen Opa angerufen und gesagt, hey, ich habe kein Geld mehr. Dann habe ich noch eine kleine Finanzspritze bekommen und das war echt dringend notwendig. Hier könnt ihr wirklich fantastisch essen. Laura und ich gehen fast jeden Tag essen und kochen sehr, sehr wenig selber. Wenn ihr in ein normales Restaurant gehen wollt, zahlt ihr ungefähr so 100 €, also 6 Euro pro Person pro Essen. Wenn ihr aber lokal essen wollt, das geht hier auch sehr gut, wir lieben die lokale Küche, dann könnt ihr mit ungefähr 2 bis 3 Euro pro Gericht pro Mahlzeit rechnen. Hier gibt es absolut fantastische Supermärkte, in denen ihr ganz normale Produkte kriegt. Gerade Festive und Pepito, das sind so die Supermärkte, wo wir immer hingehen. Da kriegt ihr wirklich fast alles, was ihr auch in Deutschland bekommt. Ein weiterer Spartipp, den wir euch empfehlen können, ist, holt euch eine Trinkflasche. Wir haben die eigentlich immer dabei, also die steht immer bei uns in absoluter Greifnähe und wir füllen unsere Trinkflaschen hier immer überall auf. Im Guesthouse haben wir so einen Trinkauffüllspender und in den Villen gibt es das eigentlich auch immer. Da kostet, glaube ich, 20 Liter Wasser nur 1 Euro zum Nachfüllen. Also das wird euch sehr, sehr viel Geld sparen, wenn ihr immer Trinkwasser dabei habt und dafür nicht extra zahlen müsst. Wenn ihr euch interessiert, wie teuer eine Unterkunft hier auf Bali ist, das kann auch extrem stark variieren. Je nach Guesthouse oder Villa, also wir wohnen aktuell in einem Guesthouse und zahlen da ungefähr 350 Euro im Monat. Es gibt aber auch günstigere Guesthäuser, vielleicht schon so 250 Euro im Monat, dann ohne Klimaanlage. Für uns ist es immer wichtig, eine Klimaanlage zu haben und gewisse Standard. Da werdet ihr ungefähr ab 350 Euro was Vernünftiges finden. Falls ihr jedoch eine Villa haben wollt, wird das Ganze ein bisschen teurer. Die fangen so ungefähr ab 1500 Euro an für eine 2-Bedroom-Villa. Und wenn ihr eine größere Villa haben wollt, vielleicht in Strandnähe, dann müsst ihr da leider mehr zahlen. Gerade hier in Canggu sind in der letzten Zeit die Preise stark gestiegen. Da kann es schnell sein, dass ihr für eine 3-Bedroom- bis 4-Bedroom-Villa auch schon so 3.000 bis 4.000 Euro im Monat ausgeben müsst. Für unsere Rollermiete zahlen wir hier ungefähr 60 Euro pro Monat. Es gibt aber auch schon günstigere Scooter, so ab 50 Euro. Im Monat. Es gibt aber auch teurere, größere Scooter, für die zahlt ihr dann ungefähr 100 Euro im Monat. Auch in der Videobeschreibung findet ihr die Nummer von Johann, wie Laura gerade eben schon gesagt hat. Der vermietet auch Scooter, den könnt ihr vorher anschreiben und da euch einen Scooter bei ihm reservieren für euer Auslandssemester. Hier benötigt ihr auf jeden Fall eine lokale SIM-Karte. Für die zahlt ihr ungefähr 5 bis 8 Euro und da habt ihr dann viel mehr Gigabyte als zu Hause, auch die Netzabdeckung ist besser als in Deutschland, das müssen wir definitiv sagen. Und wie gesagt, wir zahlen, glaube ich, 5, 6 Euro im Monat und Laura ist bei Telekomsel und ich bin bei XL, da haben wir 2 verschiedene Anbieter. Das heißt, wenn wir mal der eine ein Funkloch hat, dann hat der andere meistens immer Netz. Also wir können da die Anbieter XL oder Telekomsel sehr empfehlen. Was euer Auslandssemester leider teurer machen wird, ist das Thema Alkohol. Ein Bier kostet ungefähr 1,50 Euro bis 2 Euro im Supermarkt, je nach Sorte. Und auch die Longdrinks können im Club schon mal 10 Euro kosten. Heißt, da ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ihr im Auslandssemester
sparen könnt bzw. was die Kosten für euch stark nach oben treiben wird. Wenn ihr ein Surfbrett ausleihen wollt, dann funktioniert das ganz einfach. Geht einfach zum Strand, da werdet ihr eine Unmenge an Surfschuhen und Surfbrett-Ausleihern finden. Also ihr müsst da einfach nur an den Strand gehen. Ihr zahlt pro Session ungefähr so 2 bis 3 Euro, wenn ihr ohne Lehrer gehen wollt. Wir empfehlen das aber definitiv, geht am Anfang mit Lehrer. Das wird euch die Lernkurve einfach steil nach vorne bringen. Und ein Lehrer kostet hier ungefähr so 6,50 Euro für eine Session. Und natürlich fragt ihr euch, mit was für einem Monatsbudget ihr hier rechnen müsst, wenn ihr auf Bali seid. Generell sagen wir immer so, für 1000 Euro im Monat kann man hier schon ganz gut leben. Das lässt sich aber natürlich auch extrem in die Höhe treiben. Wenn ihr viel feiern geht, wenn ihr viel reist, dann seid ihr auch sehr schnell bei so 2000 Euro im Monat. Wenn ihr also ein bisschen auf Budget seid, also auf eure Ausgaben achten müsst, empfehlen wir euch, schreibt die Ausgaben auf und schaut, wo gebt ihr viel aus, wo gebt ihr weniger, wo könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr sparen. Wir kennen ganz viele Leute, die am Anfang hierher kommen, dreimal am Tag essen gehen, weil irgendwie 5 Euro für ein Frühstück, 5 Euro für ein Mittagessen und 6 Euro für ein Abendessen ist ja alles nicht viel, aber in der Summe summiert sich das dann. Also schaut da irgendwie, wie hoch eure Ausgaben sind und gerade, ja. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert hier unseren Kanal für weitere Travel-Infos und alles rund um Bali. Ihr braucht auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung hier auf Bali. Ist einfach gang und gäbe, weil es passieren hier auch ab und zu mal kleine Unfälle. Ich hoffe es nicht, aber man muss einfach sicher sein. Und da können wir ganz klar unsere Krankenversicherung empfehlen. Schaut da einfach mal bei dem Video vorbei. Wir haben extra ein Video über unsere Krankenversicherung gemacht. Und da geben wir alle Informationen, die ihr dafür wissen müsst. Passend zum Thema auch gleich die Frage, was bekommt ihr hier und was nicht. Und vorweg muss man sagen, man hat in Deutschland meistens irgendwie die Angst, dass man nichts hier auf Bali kriegt. Das ist ein absoluter Aberglaube. Also ihr bekommt hier eigentlich fast jede Medizin, die ihr irgendwie braucht. Generell die medizinische Versorgung ist hier wirklich sehr gut. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es gibt überall kleine Ärztestandorte oder auch große Krankenhäuser. Heißt, ihr seid hier eigentlich gut aufgehoben. Aber ihr kriegt hier wirklich alles, was ihr braucht, auch so von Lebensmitteln her. Oder die meisten, vor allen Dingen Mädels, kleiden sich hier komplett neu ein, weil es gibt super viele schöne Boutiquen oder Shopping-Malls. Heißt, nehmt einfach nicht zu viel mit. Ihr werdet es am Ende nicht brauchen. Das Einzige, was ihr wirklich braucht, und das sollte jeder vorher einpacken in Maß, ist Sonnencreme, weil die Sonnencreme hier hat meistens so einen Whitening-Effekt und ist extremst teuer. Heißt, nehmt auf jeden Fall Sonnencreme vorher mit. Und auch für die ganzen Mädels hier, nehmt euch auf jeden Fall die Damenhygieneartikel mit, weil hier ist alles extrem teuer, weil die lokalen Frauen das alles nicht benutzen. Zum Thema Visum, wir haben es damals so gemacht, wir konnten einfach unser Visum ganz einfach über die Uni bekommen und konnten es auch mit der Uni verlängern. Und es wird am Anfang euch ein bisschen schockieren, aber es ist ganz normal, dass euer Pass entweder bei der Visumstelle, beim Agenten oder bei der Uni liegt. Und zwar das für den gesamten Zeitraum der 4-5 Monate, die ihr auf Bali seid. Und ihr wahrscheinlich euren Pass nicht einmal in der Hand haben werdet, weil es wird jeden Monat verlängert, das Visum. Und deswegen muss er jeden Monat wieder zur Immigration. Und das Einfachste, das macht wirklich jeder hier, der braucht euch keine Sorgen machen, ist dann euer Pass einfach bei der Visumsagentin zu lassen und euch selber nicht drum zu kümmern. Prinzipiell läuft fast alles hier mit Bargeld ab. Man kann zwar, wie Finn schon gesagt hat, auch manche Sachen überweisen. Das kommt auch immer mehr jetzt in der Zeit, aber trotzdem müsst ihr eigentlich immer Bargeld haben. Und zwar so viel wie möglich, weil der größte Schein, den ihr hier in Indonesien bekommen werdet, das sind 100k, das sind 6,50 Euro. Und damit kommt ihr so semi-weit, weil ihr könnt meistens an den Automaten so um die 1 bis 2 Millionen abheben. Und wir empfehlen, hebt euch immer so viel ab, wie irgendwie geht. Kommen wir jetzt zum Fazit. Es gibt so viele Gründe, dein Auslandssemester auf Bali zu machen. Und wir können es wirklich jedem nur ans Herz legen. Jeden, den wir bis jetzt kennengelernt haben, inklusive uns selber, wollte nach den 4 Monaten nicht gehen. Wir kamen 2020 zurück und sind nie mehr gegangen. Deswegen, wir lieben die Inseln. Es gibt hier so viel zu entdecken. Und wenn ihr einfach ein sehr cooles, exotisches, chilliges Auslandssemester wollt, dann ist Bali genau richtig. Falls ihr ein Auslandssemester auf Bali plant oder schon mal hier war, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, was ihr hier für Erfahrungen gemacht habt oder was ihr noch für Tipps mitgeben könnt. Es wäre einfach super cool, wenn wir da einen kleinen Austausch starten und uns alle gegenseitig unterstützen. Wir hoffen ansonsten, dass euch dieses Video mega viel Mehrwert gegeben habt. Und falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne auf Instagram schreiben. Wir helfen da immer gerne weiter. Und ansonsten liked auf jeden Fall dieses Video und abonniert unseren Kanal. Und vielleicht sehen wir uns schon bald auf Bali.